Nachdem wir euch in den bisherigen Videos einen Einblick gegeben haben, wie die Grundregeln funktionieren und wie ihr euch einen Helden bastelt, geht es heute um den Kampf in DSA 5. Kämpfe sind ein sehr komplexes Thema, sodass wir hier erst einmal nur an der Oberfläche kratzen können. Es sollte aber für ein Grundverständnis reichen. Folgende Situation: Zwei Charaktere, die sich nicht so wirklich leiden können, begegnen sich und es kommt zum Kampf. In unserem Beispiel sind das der Zwerg Arbosch und ein Goblin. Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Jetzt muss erst einmal entschieden werden, wer denn zuerst draufhauen darf. Dafür gibt es den Initiativewert. Jeder am Kampf Beteiligte würfelt mit einem W6 und addiert seinen Initiativewert hinzu. Dabei werden auch Modifikationen beachtet. Arbosch zum Beispiel hat wegen seiner Rüstung eine verminderte Initiative. Wer den höchsten Initiativewurf schafft, darf als erster handeln. Bei einem Gleichstand entscheidet der höhere Grundwert. Kämpfe werden dann in Runden abgehandelt, in denen die Beteiligten abwechselnd handeln. Innerhalb einer Runde darf jeder am Kampf Beteiligte Folgendes tun. Er darf eine Aktion durchführen, er darf sich verteidigen und er darf eine freie Aktion durchführen. Aktionen können Angriffe sein oder ähnlich brachiale Dinge wie das Eintreten einer Tür oder das Ziehen einer Waffe. Aber auch sich bewegen, nachladen, Zauber oder Liturgien wirken kann eine solche Aktion sein, je nach Situation aber auch mehrere Aktionen in Anspruch nehmen. Wer verteidigt, pariert entweder oder weicht aus. Freie Aktionen sind Dinge, die man gut noch nebenher machen kann, wie jemandem etwas zurufen oder abermals sich bewegen. Meistens werden Gegner in einer Rollenspielsitzung erst einmal aufeinander zustürmen müssen, bevor sie sich mit ihren Schwertern und Äxten behaken. Dafür kann sich jeder Charakter so weit bewegen, wie es seinen Geschwindigkeitswert in Metern angibt. Diese Bewegung kann als Aktion, aber auch als freie Aktion durchgeführt werden. Es ist somit also auch möglich, die doppelte Distanz zurückzulegen, wenn man seine Aktion und die freie Aktion in einer Runde nutzt. Der Nahkampf. Wenn die Kombattanten sich auf 2 Meter genähert haben und es zum Schlagabtausch kommt, läuft das folgendermaßen ab. Sie hauen abwechselnd Runde für Runde aufeinander ein. Wer angreift, muss mit einem W20 eine Probe auf seinen Attackewert würfeln, der sich aus seinen Kampftechnikwerten für seine benutzte Waffe ergibt. Falls der Gegner sich in dieser Runde nicht mehr verteidigen darf, nimmt er Schaden. Falls doch, kann er noch verteidigen und darf parieren oder ausweichen. Dann muss er unter die Zahl in einem der beiden Werte würfeln und entgeht dem Schaden. Wer zum Beispiel bei einer Attacke eine 10 würfelt und einen Attackewert von 12 hat, der trifft. Besitzt der Verteidiger einen Paradewert von 7 und würfelt ebenfalls eine 10, gelingt ihm die Parade nicht. Ausweichen wird wichtig, wenn ein Schlag nicht regulär pariert werden kann und zur Seite gesprungen werden muss. Die Parade kann außerdem durch Parierwaffen oder Schilde weiter erhöht werden. Jetzt wird der Schaden ausgewürfelt. Der Angreifer schaut in seinen Bogen, wie viel Schaden seine Waffe verursacht. Arboschs Axt macht jetzt zum Beispiel mal ein W6 plus 5 Trefferpunkte. Arboschs Spieler würfelt also mit einem W6. Bei einer 6 verursacht er 11 Trefferpunkte. Das ist aber noch nicht der Schaden, den der Gegner nimmt. Wenn dieser Rüstung trägt, darf er deren Rüstungsschutz vom Schaden abziehen. Bei einer Lederrüstung wäre das zum Beispiel ein Wert von 3. Also kommen nur 8 von den 11 Trefferpunkten durch und es werden 8 Schadenspunkte verursacht. Diese werden von der Lebensenergie abgezogen. Sobald die Lebensenergie auf 0 sinkt, liegt ein Charakter im Sterben. Schon vorher nimmt ihn der Kampf aber mit. Wenn die Lebensenergie um ein Viertel, die Hälfte oder 3/4 reduziert wurde und wenn sie auf 5 Punkte sinkt, erhält der Charakter jeweils eine Stufe des Zustands Schmerz. Durch diesen Zustand werden Proben und die Bewegung gemäß einer Tabelle je nach Stufe erschwert. Wie bei normalen Eigenschaftsproben kann es auch bei Attacken oder Paraden kritische Erfolge und Patzer geben. Auch hierfür müssen Würfe bestätigt werden. Wer beispielsweise bei einer Attacke einen kritischen Erfolg hat, verdoppelt seine Trefferpunkte und die Verteidigung des Gegners wird halbiert. Wer patzt, fügt sich selbst Schaden zu. Was passiert, wenn ein Charakter von mehreren Seiten gleichzeitig angegriffen wird? Die Helden des Schwarzen Auges haben in der 5. Edition eine Besonderheit, die sie von anderen unterscheidet. Sie sind verdammt flink, wenn es darum geht, sich zu verteidigen. Im Gegensatz zu Meisterpersonen dürfen sie sich mit ihrer Verteidigungsaktion gegen mehr als einen Angreifer wehren. Eine einzelne Attacke von einem bestimmten Gegner dürfen sie nur einmal pro Runde parieren oder ihr ausweichen. Greift derselbe Gegner aber mehrfach in einer Runde an oder kommen mehr Gegner ins Spiel, dürfen sie auch gegen diese eine Verteidigung probieren. Diese ist aber bei der zweiten Verteidigung um 3 Punkte erschwert, bei der dritten um 6 und immer so weiter. Sobald damit der Parade- oder Ausweichenwert effektiv auf 0 sinkt, ist die Verteidigung nicht mehr möglich. Natürlich sind nicht alle Kämpfe in das Schwarze Auge Nahkämpfe zu Fuß. Bei einem Fernkampf wird auf den Fernkampfwert gewürfelt. Dieser wird je nach Größe, Entfernung und Bewegung des Ziels entsprechend erleichtert oder erschwert. Dazu kommt noch der Reiterkampf oder sogar der Fernkampf von Pferderücken. Details zu diesen speziellen Fällen findet ihr im DSA-Regelwerk.